So, ich habe mir jetzt gerade in der Aufnahmepause eine Kleinigkeit überlegt. Und zwar werden wir uns jetzt erstmal Richtung Osten weiter vorarbeiten. Wir werden jetzt hier nochmal ganz kurz bei Mac Karl Lukes Werkstatt Halt machen. Und dann hier immer weiter Richtung Jessop Gewächshäuser gedingsen. Und wenn wir dann da sind, werden wir den Außenposten erstmal einnehmen. Und wahrscheinlich wird dann Face auch demnächst mal wieder auftauchen. Also, gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber hey, was soll's. Okay. Aus dem Gefängnis echt das Blatt für uns gewendet. Aber wir sollten nochmal eben hier die, Moment. Erstmal Geld hier mitnehmen. Ich brauche ja Geld, ne? Ich bin ja Geldgeil. So. Ich brauche nochmal eben eine andere gedingste Waffe, beziehungsweise Schrotflinte. Weil das geht irgendwie gar nicht. Die haben wir im Besitz. Äh, 12.700 habe ich jetzt nur noch auf dem Konto. Also ich sollte jetzt mal ein bisschen sparsamer mit dem Geld umgehen. Okay. Moment. So. Jetzt sind die beiden Dinge ausgerüstet. Ich dachte gerade schon, ich hätte sie wieder abgenommen. So. Alles klar. Aber Momentchen. Die Molotovs. Die nehmen wir auch noch mal eben mit. So, und jetzt können wir uns auf den Weg machen. Weil jetzt sind wir wieder gut ausgerüstet. Und das ist sehr, sehr nice. Wir werden aber auch nicht hier so direkt an der Straße laufen. Die haben es aber irgendwie heute mit mir, oder? Soll ich mal Hörg Bescheid sagen? Oh. Warte mal, hier. Mach du das mal. Geil! Ja, warte, ich will noch mal ganz kurz hier in die Helferauswahl gucken. Der hatte schon 6 Kills und 5... Waren es 15 oder 20? Wie viel brauchten wir bei den Herausforderungen? Moment. 6 von 15, alles klar. Ja, gut. Ne? Sehr nice. Freut mich natürlich sehr, dass die Tiere so auf mich anspringen. Im wahrsten Sinne. Aber ich merke einfach, dass das Bliss auf mich übergegangen ist. Wieso hat er das jetzt gerade gesagt? Ich habe gesagt, auf mich springen die Tiere an, nicht auf dich. Gut. Egal. Na, warte, haben wir gleich. Weil je schneller du die 15 Kills abgehakt hast, desto schneller kann ich wieder hier die Grace oder irgendjemanden anderes ins Team holen. Oh,
Was? Wer will wo entwischen? Ja, mach mal. Danke. Ich bring sie schnell um. Mach mir keine Angst. Alles klar, ich gehe. Ja, hau mal rein, ne? Na? Kumpel? Hallo? Ja, nice. Ich gehe. Vergesst mich nicht, falls ich sterbe. Nö. Bin unterwegs. Ja, sehr schön. Freue mich. Die Kills würden dir, glaube ich, ganz gut tun. Headshot! Das war ich. Mhm. Oder so. Yeah! Es war richtig gut. Es war richtig nice. Hi, Bitches. Na? Ich hatte mich schon mit dem Tod abgefunden. Ach so. Ja, Moment. Nice! Ich glaube, ich habe dein schönes Fahrzeug gefunden. Also glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gedings ist, ne? So, aber bevor wir da einsteigen... hier war doch gerade noch... Moment, Moment. Hier, erstmal die Kasse plündern. Ich habe euch gewarnt, die Sekte ist verrückt geworden, aber ich habe mir schon lange einen Rückzugsplan überlegt. Ich werfe meine beste Ausrüstung in mein bestes Auto und dann verpisse ich mich. Fang gar nicht erst an, mich egoistisch zu nennen. Ich habe euch ein paar Kleinigkeiten dagelassen, mit denen ihr gegen die Sekte kämpfen könnt. Und meinen zweitbesten Wagen, den Midnight Ride. Wenn ich nur wüsste, wo ich den Schlüssel gelassen habe. Er ist irgendwo in der Garage. Viel Glück, Leute. Steve! Okay. In der Garage. Also hier sehe ich erstmal nichts. Jetzt gucken wir hier nochmal eben. Ah, Moment. Da war gerade irgendwas zum Aufsammeln. Ach, guck mal. Danke. So, damit können wir doch bestimmt hier vorne diese Doppeltür öffnen. Sehr nice. Oh, yeah. Baby. Jackpot. Freu mich. So, lass mal horchen. Das ist an. Du machst das echt toll, Papa. Ich weiß, dass ich das toll mache. Du bist meinen Mensch, Sohn. Du brauchst mir nicht zu sagen, wie ich mich schlage. Hallo, Herc Grubbin Senior. Ich bin Veteran, Geschäftsbesitzer, liebevoller Vater. Ich liebe Kunden, ich will sie sehen. Dann setzen wir die Sache mal. Oh yeah. Nicht vor dem Vieh in Acht.
Komm, den überfahren wir. Schade. Das war ja wohl nichts. So, aber der Autowagen ist gut. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. So. Ja, dann werden wir uns da hinten erstmal hinbedingsen. Ich hoffe, wir kommen da hinten auch an. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal schnell mit dem Auto. Hallo. Na? Hallo. Ich bin wenigstens so freundlich und sage Hallo, ne? Also, das kann mir ja keiner hier vorwerfen. Neues Jagdgebiet entdeckt. Pronghorn. Klar. Gönn dir. Entschuldigung. Du musst ja nicht gerade mir hier in die Quere fahren, ne? Oh, das tut mir aber jetzt total leid. Ich hab das Schwert gut. Na? Keine Ahnung, wer das Baggerschiff gegen Roys Ufer gesteuert hat. Aber danach hat Roy sich abgesetzt. Hat wohl geglaubt, sein Bunker wäre hinüber. Ich wette, der steht komplett unter Wasser. Kann sein. So. Ich dachte schon, das wär's gewesen. Oh, warte mal. Na? Achso, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Schön, dass du hier bist. Hi. Na? Na, Schätzelein? Du hast immer noch Mundgeruch. Ich wollte es nur gesagt haben. Es gibt da so eine in der Apotheke so ein Mittel, was du kaufen kannst. Ist dein Atem nicht mehr so Wir haben dich gemüffig. In unser Haus gelassen, in unser Herz. Vertraue dem Pfad und du findest die Antworten, nach denen du suchst. Ach so! Ach so, ich soll wahrscheinlich nicht zum Baum. Oh, Baum. Ich hätte gern was zu rauchen. Hast du was für mich? Ey, Face, hast du einen Joint? Na, Bitchy, alles Nitschi? Selbst die, die gegen uns kämpfen, suchen nach Erlösung. Du bist der Beweis. Wir alle brauchen Führung in solchen Zeiten. Deshalb müssen wir stark sein. Wir müssen wachsam sein. Jetzt siehst du es. Jetzt wirst du es verstehen. Nur die da draußen werden sehen, was wir erschaffen haben im neuen Eden. Die Liebe. Und sie werden kommen. Und sie werden uns das alles abnehmen wollen. Du richtest mich. Richtest uns. Und was wir getan haben. Die Leute sagen, dass ich verrückt bin. Aber wenn du morgens aufwachst, siehst du dieselben Nachrichten wie ich. Packt dich da nicht derselbe Horror? Das ist unsere Welt? Das? Das ist die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen? Wenn du gepupst hast, auf jeden Fall so. Die werden auseinandergerissen. Mauern werden errichtet, weil die Führer zu machtlos sind, um zu handeln. Weil die Tyrannen zu dumm sind, um uns anzuführen. Ich habe nicht darum gebeten. Deine Sonnenbrille bestimmt auch. Die sieht echt scheiße aus. Sieh, alles nähert sich seinem Ende. Du kannst es fühlen. Ich weiß, du fühlst es. Sieh, die Menschheit ist schwach. Und verletzlich.
Und wir rasen auf unsere Vernichtung zu und niemand ist bereit, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Ich kann es sehen. Du kannst es sehen. Und wir sind nicht verrückt. Aber was sollen wir tun? Einfach warten auf das Unvermeidliche? Ich behaupte nicht, dass ich perfekt bin. Aber ich habe gesehen, was kommt und beschlossen zu handeln. Anzuführen. Weil die Gesellschaft zerbrochen ist. Und der einzige Weg nach vorne ist zurück zu dem, wie es früher war. Unschuldig und rein. So sicher und beschützt in unserem Garten. Ich kann dich halten. Nee. Aber du musst daran glauben. Nee. Nee. Nee, will ich nicht, möchte ich nicht, kann ich nicht. Da darf ich auch nicht, ne? Also. Angst eingejagt. Hey, Sheriff. Ein paar haben es nicht geschafft, die Jungs sagen... Was ist mit Burke? Grady soll ihn haben, aber... Und wo ist dieser Grady? Ah, Herrgott. Also, du musst dich entspannen, leg dich hin. Wir reden dann morgen. Jesus. Bist zu schnell aus dem Rausch erwacht. Das Zeug kann dein Gehirn kräftig in den Arsch ficken. Danke für die Blumen. Ich freue mich sehr. Das Bliss. Okay. Ich dachte, wir hätten dich ans Bliss verloren, Deputy. Zum Glück war der Sheriff zur Stelle. Gib dein Bestes, um dich zu revanchieren. Du hast die Leute hier echt wachgerückt. Wir haben einen Trupp auf dem Raptor Peak stationiert. Der Weg dorthin beginnt am Aussichtsturm, falls du ihn treffen willst. Aber sei vorsichtig, das ist tief im Peggy-Gebiet. Alles klar. So. Ja, ist, ne? Machen wir schon. Irgendwie. So. Nämlich, also viel freigeschaltet haben wir hier aber noch nicht. So, 7 von 43 abgeschlossene Aufträge. Das ist schon mal sehr schön. 1 von 16 zerstörtes Eigentum der Sekte und 3 von 8 Sekten-Außenposten. Das ist noch nicht so viel, wenn ich das mal so sagen darf. Zerstöre Face-Kanonenboote. Okay. Ja. Schön, jetzt waren wir gerade schon hier hinten, fast am Arsch der Welt. Und da wird einem wieder so der Strich durch die Rechnung gemacht. Naja. Keine Ahnung, wie lange wir hier draußen noch durchhalten. Weiß ich auch nicht. Du hast was von ihren Drogen ab für einen... Ja. Alles gut. Bitte warten, bitte warten, bitte warten. Ach so. Ich hab... Ja, ist ja gut. Ich hab keine... Ja! So. Ja. Sehr nice. Oh, wir haben... Oh, neun... Was? 19 Punkte zu vergeben? Momentchen. Geht's mit Flammenwerfer 5 von 10? Oh, schade. Der Kill mit Molotov Cocktails hat nicht gezählt jetzt gerade, wo wir hier an der... An der Dings da waren. Kills per Tod von oben, 2 von 4, okay. Pistolen-Takedown. Kills per Ketten-Takedown, ach du Scheiße. Oh. Das sieht sehr kompliziert aus. So, 19 Punkte zur Verfügung.
Er beute doppelt so viel wie bisher von Tieren und Pflanzen. Also ich würde sagen, erstmal machen wir hier den Gesundheitsboost 3. Den holen wir schon mal mit. So. Und das wird freigeschaltet, wenn wir den zweiten Leutnant besiegt haben. Das heißt, es wäre jetzt als nächstes Phase. Wingsuit. 11 Punkte haben wir jetzt noch. Oh, das wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen hier. Wir nehmen erstmal hier das mit Schrotflinten. Das ist, glaube ich, auch noch eine ganz gute Sache. So, jetzt haben wir hier noch Attentäter, Sprengmeister. Für die Herstellung von Fernzündung ist Annäherungssprengstoff nötig. Oh ja. Sehr gut. So, der hat jetzt 8 Kills. Und da werden wir jetzt auch gleich noch weitermachen. Versorgungsfahrzeug der Sekte. Ne, das brauchen wir gerade nicht. Machen wir das nochmal eben so. Geil, Marvel. Nö. Das will ich gerade nicht. So, 8 Minuten auf dem Timer haben wir noch. Ich habe jetzt auch gar nicht mitgezählt, in welcher Folgennummer wir jetzt gerade sind. Aber ist ja auch egal. Das ist mir. Gut. Ich höre schon wieder einen Helikopter. Oder hat sie das gerade nur so angehört? Ich weiß es nicht. Er quält einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Und selbst wenn es sich nur so angehört hat, ja, dann ist es eben so. Ach komm. Oh yeah. Ich gehe. So, ich mach mich gleich ran. Nice. Vielleicht auch ein Headshot? Ja, geil! Oh, jetzt ist schon wieder am Singen hier, verpiss dich! Oh, Mädel! Gib mir Deckung! Gib mir ein bisschen auf die Zwiebel, ja! So. Irgendwo ist da hier bestimmt noch einer. Aber ich weiß nicht wo. Naja, flitzen wir einmal schnell weiter. Alles klar, ich gehe. Steely's Hütte. So, das Schöne ist, wir sehen jetzt hier erstmal soweit gar nichts. Das heißt, keinen, den wir irgendwie abgedingsen müssen. Ich gehe.
Ja, geh mal. Geh mal zu GEMA. Ja. So, was haben wir hier? Bitte nicht stören. Sekten sehen nie aus wie Sekten, wenn man sich ihnen anschließt. Das ist der Punkt. Denk dran, wenn du sagst, dass ich mir das selbst zuzuschreiben habe. Ja, ich habe mich ihnen angeschlossen, aber ich habe meine Meinung geändert. Und es ist mein gottgegebenes Recht als Amerikaner, meine Meinung zu ändern. Wenn die mich verfolgen wollen, sollen sie es doch versuchen. Sollen sie es doch verdammt nochmal versuchen. Okay. Huch. Ach, guck mal. Okay. Hier ist Geld. Körperpanzer voll, alles klar. Far Cry Arcade, das brauchen wir nicht. Und sonst ist hier unten nichts? Das ist ja, Achso, hier. Ja, aber sonst wirkt... ist nix. Elchpsychologie. Vor langer Zeit ist ein Elch durchgedreht und so schnell er konnte, geradewegs auf einen fahrenden Zug zugelaufen. Ich schätze, der Lokführer hatte keine Lust auf Elchpüree, wusste aber auch nicht, was er tun sollte. Der riesige Elch rennt also volles Rohr auf den Zug zu, ganz ohne Grund. Er wird nicht gejagt oder so. Er rennt einfach, weil irgendwas in seinem riesigen Hirn schiefgelaufen ist. Ich war kurz davor, ein Gemetzel mit anzusehen, als der Lokführer seine Zugpfeife betätigt. Das war laut und plötzlich genug für den Elch, um einfach umzudrehen und zurück in die Wälder zu laufen. Jetzt bin ich selbst geradewegs gegen einen fahrenden Zug namens Edens Geld gelaufen. Nur dass ich von alleine umdrehen werde, solange ich noch kann. Okay. Was da? Ecke, wer ist Bescheid? Gut. So, ich glaube, hier in das Haus kommen wir nicht rein, oder? Öder. Was? Was, also. Schadet nie, vorbereitet zu sein. Naja, ich merke das gerade schon. Alles gut. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir jetzt da am besten und schnellstmöglichsten hinkommen. Aber so wie ich mein Glück kenne, werden wir das in dieser Folge nicht mehr schaffen. Ich hab mir nicht in die Hosen geschissen. Toll. Wenn du meinst. Ja, meine ich. Suche einen besseren Winkel. Oh, warte mal. Die werde ich total überraschen. Ich glaube. Nicht so wie deine Freunde. Ich bewege mich darüber. Ja, so geht's auch. Sehr nice. But ab in die Hölle mit dir. Sehr nice. Tja, kannst mal gucken. Was ist denn da Schönes drin? Oh, oh, ja, also, nehme ich. Das nehme ich aber sowas von. Und mir juckt die Nase, um Gottes Willen. Hier kann ich nicht mehr aushalten. Ich denke, du bist eingestiegen, du Spinner. Danke. Einsatzbereit. Das ist ja schön. Freut mich ja ungemein. Ja. So. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht.
Also eine Folge versuchen wir jetzt noch. Und dann werde ich erstmal kurz die Aufnahme unterbrechen. Weil Grund und so.